Hallo Leute und willkommen. Also ich packe ja wirklich viele Gadgets aus, aber so eine tolle Unboxing-Erfahrung wie hier mit den 1x1 Wireless Buds Earphones habe ich wirklich lange nicht gehabt, denn das ist eine sehr hochwertige Verpackung und die Präsentation, wenn man die dann auch aufklappt, ist wirklich ganz hervorragend. Und das ist auch gut so, denn da steckt wirklich ein sehr gutes Produkt drin. Es sind hervorragende Bluetooth-Kopfhörer, die völlig kabellos natürlich dann sind und die vor allem auch In-Ear sind und die kann man auch beim Sport verwenden. Haken wir kurz mal den Packungsinhalt ab. Ihr habt natürlich einmal hier die Kopfhörer selbst in der Packung drin. Da haben wir hier noch zwei verschiedene Größen von Ohrhaken. Also die halten dann die Kopfhörer ganz fest, auch bei dem stärksten Sport bei euch im Ohr. Das dritte Paar ist schon direkt hier am Kopfhörer montiert. Und wir haben noch zwei verschiedene zusätzliche Größen von Ohrstöpseln, die man drauf machen kann, sodass es wirklich für jedes Ohr passend sein sollte. Außerdem gibt es hier noch ein kurzes Micro-USB-Kabel zum Aufladen der Kopfhörer, die Bedienungsanleitung und eine kleine Tragetasche zum Transport. Und das war's, mehr braucht man auch gar nicht und dann kann es sofort losgehen mit den Kopfhörern. Ich zeige euch hier die weiße Variante, weiß mit Gold, die gibt's allerdings auch in Schwarz. Ich habe mich mal für das Weiß entschieden, denn ich finde, die sehen so sehr schick aus. Und auf der Rückseite können wir hier eine kleine Klappe öffnen und darunter verbirgt sich dann der Micro-USB-Eingang zum Laden der Kopfhörer. Das Laden dauert etwa 1,5 Stunden und ihr könnt dann bis zu 7 Stunden hier mit Musik hören, also wirklich eine sehr schöne lange Zeit. Gehen wir noch ein Stückchen tiefer, dann sehen wir, dass hier auch noch eine Kabelfernbedienung integriert ist. Wir haben dort also lauter und leiser Buttons drauf, die gleichzeitig dazu dienen, natürlich auch noch Lieder vorzuspringen oder Lieder zurückzuspringen und auch für die Telefonfunktion natürlich noch belegt sind. Und in der Mitte haben wir dann noch einen On-Off-Switch. Damit kann man also die Lautsprecher ein- und ausschalten bzw. Telefongespräche annehmen oder auch auflegen. Gefunkt wird hier bei den Kopfhörern mit Bluetooth 4.1, soll heißen, die Verbindung zum Smartphone wird sehr schnell hergestellt und ist absolut stabil. Und wenn ihr das einmal gepairt habt mit eurem Smartphone, dann merken sich die Kopfhörer das und beim Einschalten verbinden die sich dann auch automatisch. Beim Einschalten hört man dann auch ein akustisches Feedback. Ich versuche euch das mal hier kurz vorzuspielen. Da habt ihr es gehört, Power on, ich habe sie gerade eingeschaltet und Connection successful, das heißt, sie haben sich direkt schon hier mit meinem iPhone verbunden und gekoppelt und dann haben wir ja auch die Möglichkeit auf unserem iPhone zu sehen, oben rechts neben der Batterieanzeige und dem Bluetooth-Icon, wie viel Batterieladung noch übrig ist in den Lautsprechern, also so hat man immer einen guten Überblick. Sollte die Batterie wirklich mal zur Neige gehen, bekommt man auch ein akustisches Feedback von Low Battery und dann wisst ihr, es wird mal wieder Zeit, das Ganze aufzuladen. Die Bluetooth-Reichweite hier der Kopfhörer beträgt insgesamt 10 Meter. Zum Stromsparen hat 1x1 hier noch ein besonderes Feature eingebaut. Wenn die Bluetooth-Verbindung unterbrochen wird, sei es, dass ihr euch zu weit entfernt habt vom Smartphone, dann wird nach 10 Minuten automatisch hier in den Standby-Betrieb geschaltet, dass somit der Akku etwas geschont wird und länger hält. Wenn die Kopfhörer aktiviert sind, seht ihr hier auf der einen Seite dieses kleine Loch. Dort blinkt dann eine blaue LED, die euch anzeigt, natürlich nur, wenn ihr die nicht im Ohr habt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Ebenso blinkt das auch beim Pairing oder wenn der Akkustand niedrig wird, dann blinkt das Ganze rot. Ist ebenfalls dann auch die Ladeanzeige. Das Mikrofon für die Telefongespräche ist, wie man das schon von vielen Geräten her kennt, hier in der Kabelfernbedienung eingebaut, ein kleines Loch und das nimmt dann eure Stimme auf. Jetzt aber mal zum Wichtigen und zwar zum Tragekomfort, denn der ist absolut entscheidend bei solchen Kopfhörern, neben dem Sound natürlich. Und ich kann sagen, der Tragekomfort ist sehr gut, sehr angenehm. Also mir haben hier direkt die Standardaufsätze optimal gepasst und die Standard-Ohrhaken, die dran sind, hat bei mir sehr gut ins Ohr gepasst. Ich habe kein Druckgefühl und der Halt ist absolut sicher. Da kann man also wild mit dem Kopf schütteln, joggen gehen oder sonst eine wilde Sportart machen. Die Kopfhörer, die werden euch garantiert nicht aus dem Ohr fallen. Und noch ein Wort zur Klangqualität natürlich. Die ist durchweg gut, also die werden auch richtig laut. Ich habe die mal auf halbe Lautstärke gestellt, das hat für mich schon absolut ausgereicht. Mehr wäre für mich schon zu laut gewesen. Die Klarheit ist auch echt überzeugend. Der Bass auch vorhanden, natürlich kein Megabass, aber ein doch guter Bass für so kleine Kopfhörer, der allerdings bei zu lauter Lautstärke etwas zum Verzerren neigt. Also kommen wir mal zum Fazit. Ihr bekommt hier von 1x1 wirklich gute In-Ear-Kopfhörer, die per Bluetooth mit eurem Smartphone gepairt werden können.
Der Sound überzeugt, der Tragekomfort ist wirklich hervorragend. Die Akkulebensdauer bis zu 7 Stunden kann mich auch überzeugen. Und hier die Packung und das Unboxing macht absolut Fun bei dem Gerät. Und von daher kann ich hier einen Daumen hoch geben. Wer also noch gute In-Ear-Bluetooth-Kopfhörer sucht für den Sport, die übrigens auch schweißresistent sind. Das heißt, wenn ihr euch mal anstrengt und ihr seid richtig am Schwitzen, keine Panik, das können die Geräte hier ab, die gehen davon nicht kaputt. Dann kann ich die wirklich hier euch ans Herz legen. Schaut einfach mal in den Amazon-Link, den ich unten in die Videobeschreibung einblende. Und unter dem Link findet ihr noch einen kleinen Coupon-Code. Damit könnt ihr noch bares Geld sparen beim Kaufen. Und das wär's gewesen, Leute. Ich höre jetzt noch ein bisschen Musik und sage bis zum nächsten Mal, euer Meerpelkett. Macht's gut. Tschüss. Okay, Leute, ihr wisst, wie es läuft. Schaut mir jetzt ganz, ganz tief in die Augen. Ihr wollt alles wissen über Smartphone, Tablets und Co. Ihr interessiert euch für iOS, Android und Windows Phone und wollt wissen, wie ein Jailbreak funktioniert, wie ihr eine Root auf Android macht und was man dann mit den ganzen tollen Cydia-Tweaks anstellen kann. Außerdem spielt ihr gerne und schaut euch gerne mal ein Unboxing an. Auch Tutorials und Anleitungen sind für euch interessant. Dann geht jetzt zu YouTube und abonniert MeUpperCat. Die Katze hat gesprochen. MeUpperCat. Auch bei Facebook, Twitter und Google+ und bei www.meuppercat.jimdo.com. Wir sehen uns. Rau!